Ja, hallo, liebe Fabrikfreunde, ich bin Satenshi und wir spielen heute Satisfactory, meine Freunde, Satisfactory oder so. So, Leute, wie ich schon gesagt habe, habe ich jetzt mal in der Zwischenfolge ja mal eben Erze gemacht. Und weil ich ungelogen das arschlange gedauert hat, habe ich keinen Bock mehr, das per Hand zu machen. Also werden wir uns heute darum kümmern, dass wir das Ganze hier automatisieren. Zumindest das Schmelzen und Herstellen. Das wäre schon mal ganz gut. So, worauf ich letzte Mal nicht so richtig eingegangen ist, ist zu zeigen, genau, was wir halt jetzt bauen können mittlerweile. Da wäre ich dann mal... Na gut, ich habe es hier, das soweit habe ich dann doch schon gezeigt eigentlich. Und bei Hub 4 können wir jetzt den richtigen Miner machen. Und bei Hub 5 können wir dann... Ne, die Schmelze können wir schon machen. Die Schmelze können wir schon machen. Den Miner würde ich gerne noch machen. Lass mal schauen, ob wir das vielleicht noch schnell hinbekommen. Eigentlich müssen wir ja bloß 75 Eisenstangen machen. Beton haben wir schon. Die Kabel haben wir noch nicht, aber das ist schnell gemacht. Das sind 20 Kabel. Was sind schon 20 Kabel? Machen wir hier kurz. Ja, Mist, haben wir eins zu viel gemacht. Da habe ich keinen Bock drauf, eigentlich eins zu viel zu haben, aber naja. Haben wir halt eins zu viel. So, schauen wir uns das direkt mit rein. So, dann machen wir da noch ein paar Eisenplatten, 100 Eisenplatten. Geht ja auch schneller, auf jeden Fall schneller, als mit dem Erz drauf zu hämmern, weil du musst halt zweimal drauf drücken. So, wie viele Platten brauchen wir? 100. So, und natürlich so eine Schmelze und so weiter, das kostet auch alles nochmal. Dementsprechend das Erste, was wir machen sollten, wäre wirklich dann Eisenschmelze. So, und jetzt noch Eisenstangen 75. Gehen genauso schnell. Sehr gut. So, das Ganze zu automatisieren ist natürlich dann geil, ja. Aber man muss sagen, die Automatisierungsprozess ist trotzdem langsamer, als wenn man es jetzt selber per Hand herstellt. Klingt im ersten Moment merkwürdig, aber es ist tatsächlich so. So, klick und boom! So, das war das letzte Upgrade vom Hub. Spieler verbessert, okay. Congratulations. You have unlocked hub feature additional biomass generator. New buildings, which can be found in the build menu. So, wir haben jetzt einen zweiten Biogenerator. Hub upgrade molecular analysis. Note. To ensure full mastery of skills and equipment, I have been asked to not interfere with this last objective. Good luck. Okay. So, jetzt wird nicht mehr geholfen sozusagen. Wir sollen jetzt aber auch schon eine Analyse bekommen haben, stand da gerade irgendwie. Aber ich sehe noch keinen, der wird mich dann hier hingestellt. Oder kann man hier noch irgendwas machen? Nö, nur den Bioreaktor. Na gut, was wir jetzt halt bauen können, ist halt den Miner. Den Konstruktor können wir schon immer bauen, die Schmelze. So, also das und das brauchen wir auf jeden Fall. So, hier Strommasten brauchen wir logischerweise. Förderbänder haben wir jetzt auch. Fundamente, die werde ich wahrscheinlich nicht so oft verwenden. Das hatte ich mal in der am Wochenende gemacht, wo man das kostenlos spielen konnte. Dauert halt ziemlich lange. Und hier haben wir noch ein Lager. Die Hub, okay. So, also wollen wir uns mal einen Miner basteln. Was brauchen wir für den Miner? Achso, das geht ja dann... Ja, ich drücke immer noch ein bisschen falsch. Der Miner braucht... Warte mal, ich kann das auch so machen. Nicht so, sondern Q. Rechtsklick. So, ich will aber eher mindestens... Ja, machen wir mal 3 brauche ich. Das brauche ich noch ein bisschen Beton. Wow, ich brauche nur 15 Eisenstangen und ein bisschen Beton. Lol. Weil das sind für 3 Miner. Das ist ja mal gar nichts. Da kann ich auch gleich den 4. mit dazu machen. Da kann ich auch gleich den 4. dazu machen. Da können wir gleich den Beton auch noch mit anschließen. Weil Beton brauche ich sowieso noch. Das heißt, ich muss jetzt eigentlich nur noch Beton holen. Habe ich leider kein... Das habe ich in der Zwischenfolge jetzt nicht gemacht, leider. Ja, ich ein bisschen vergessen. Wobei ich beim Beton noch nicht so sicher bin, ob ich den schon anschließen möchte. Weil die Miner kosten ja auch Strom. Und wenn ich jetzt da hinten den Miner anschließe, der die ganze Zeit sinnlos Strom wegfrisst. Ich weiß noch nicht. Aber man kann ja schon mal wenigstens mal bauen und von mir aus in die Truhe legen oder sowas. Weil das kostet ja nichts. Das ist ja gar nichts.
15 Eisenstangen, also 5 Eisenstangen, einen mobilen Miner, den haben wir ja dann auch schon. Sag mal, ich bin glaube ich zu weit gelaufen gerade, verdammt. Okay, da bin ich doch etwas weit gelaufen, hab ich echt übersehen. Ja, da war unser Steinvorkommen. Ist ja doch nicht so weit weg, wie ich dachte. Erstmal immer alles mitnehmen. So. Ah, nehmen wir natürlich gern. Aber wir bauen jetzt eh ab. Wie war das mit dem Abbauen nochmal? F. Hallo? Moment. Ach, hier, Miner nehmen. Okay. So, jetzt haben wir nämlich den Miner. Ah, ja, bin ein bisschen dumm. Den wollte ich da eigentlich hier stehen lassen. Warum nehme ich den denn mit? Weil ganz ehrlich, ich brauche den ja jetzt erstmal nicht. Der kann ja ruhig da weitermachen. Ich brauche ja bloß den Kalkstein und Beton herzustellen. Naja, ich kann mich ja auch mal irren. Oh, das ist ein Haufen Holz. Ich glaube mir, das braucht man. Man will ja auch irgendwie das ganze Zeug nachher befeuern. Dann braucht man halt Biomasse. Biomasse ist halt Holz und Blätter und so Mist. Ja, alles mitnehmen. Vor allem, weil das ja scheinbar auch so gut wächst hier. So. Ich mach Beton. Okay, man kann echt wenig herstellen, ne? Ich hätte nicht gedacht, dass es so wenig ist. So, dann haben wir eigentlich alles und können jetzt zumindest hier schon mal die hier nehmen. Die jetzt ja wieder, leider, muss man dazu sagen, wir wieder Haufen Erz geben. Und dann kann man hier den Miner bauen. Haha, guckt euch das riesige Ding an, ey. So, dann gleich mal in die Richtung, weil wir das ja eh schmelzen wollen. Wobei, wir haben da in der Mitte so viel Platz. Dann machen wir vielleicht die Schmelzen einfach da in die Mitte. Keine Ahnung, ob das eine gute Idee ist. So, jetzt ist das Ding da und produziert natürlich nichts, weil es keinen Strom hat, nur Power. Das ganze Ding produziert 100... Oh! 120 pro Minute, das haben die wieder verstärkt, hä? Also letzte Mal haben wir nämlich gespielt, da waren es 120 pro Minute, also quasi 2 pro Sekunde, ne, 2 Erz pro Sekunde. Dann haben wir an einem Sonntag, also einen Tag später gespielt, da gab es scheinbar eine Änderung, da waren es bloß noch 60 pro Minute. Das heißt, da kommen jetzt wieder mehr raus, als ich jetzt gerade angenommen habe. Ich bin davon ausgegangen, dass die auch nur 60 pro Minute schaffen. Naja. So, dann bauen wir den ja auch direkt mit rein. Ich meine, ich glaube, 2 brauchen wir jetzt noch nicht unbedingt. So, aber Hauptsache, wir haben sie schon mal gebaut. Ja, dann machen wir hinten noch die, beim Kupfer noch. Können ja nochmal das letzte Erz auch noch mit rausnehmen. So, dann müssen wir noch Schmelzen bauen. Auch am besten für beide Seiten. Und ja, das Zeug läuft auch voll. Also die Mine läuft auch voll. Die wird auch nicht... hatten keinen unendlichen Speicher. Die sind auch, glaube ich, bei 100 oder so. Ja, dann ist sie halt auch voll. Und da muss man ja schon das dann nachher auch rausholen, das Ganze. So, müssen wir mal gucken hier. Und wo kommt dann die Schmelze hin? So. Und hier dann vielleicht die Schmelze dahin. So, jetzt läuft das Ganze natürlich noch nicht, weil wir noch keinen Strom angeschlossen haben. Und da kommen diese Sachen hier ins Spiel, die Stromleitungen. Die sind ja ein bisschen anders als bei Factorio zum Beispiel. Okay, jetzt fehlen mir natürlich hier Kabel, also kann ich es mir noch nicht bauen. Aber ich wollte es mir angucken, wie viel es generell kostet. Sowas zum Beispiel braucht auch Beton, da haben wir zum Glück noch. Also ich brauche einiges an normalen Kupferkabeln, müsste ich jetzt noch machen. Und ein paar von den Eisenrohren. So, und dann zeige ich euch das mal, was da hier ein bisschen anders ist. So, also ein paar Drähte. Ein paar normale Kabel waren es, glaube ich, dann auch teilweise. Dementsprechend noch ein paar Drähte und ein paar Kabel. Keine Ahnung, 10 Stück lassen wir mal ganz kurz. Und ein paar Eisenstangen. Da stand ja irgendwie so 1 oder so stand ja da. Also kann man bestimmt eine Weile bauen. So. Und zwar, die Besonderheit ist, an so einen Strommast... Ja, passen nur 4 Kabel dran. Man kann jetzt nicht wie bei Factorio sagen, hier ist ein Kabel, das geht dann zu den Generatoren. Und dann geht ein Kabel von hier direkt zu dem hier. Das geht leider nicht, weil hier kann man nur ein Kabel anschließen. Also muss man einen Strommast dazwischen setzen. Und dann ein Kabel an den Strommast machen. Das kann ich ja eigentlich jetzt auch directly mal machen.
beziehungsweise... Ja doch, machen wir einfach mal direkt hier so. Hier ist ein Strommast, so. Und dann kann man quasi von hier noch da dran machen. So, jetzt sieht man ja schon so ein 2 von 4 belegt. Wenn ich jetzt 1 und 2 mache, dann sind die 2 angeschlossen. Das ist eigentlich ganz gut, aber wir müssen ja erst noch unser Kupfer hinten, muss ja auch nochmal angeschlossen werden. Und das da hinten auch. Also machen wir mal erstmal noch hier eins hin. Dann können wir mit dem dann dahinter gehen. Und von mir aus auch noch dahinter. Und hier müssen wir ja noch mehr anschließen als nur die 2 Anlagen. Also mache ich ja auch nochmal eine Verteilung am besten hin. So. Wobei das relativ Schwachsinn ist, weil jetzt haben wir immer noch zu wenig, aber das kann man ja später noch verbessern. Ich mache jetzt erstmal die 2 dran. So. Und wir werden das Kupfer auch nochmal dran machen. So, dann kann man mal sehen, wie lang diese Dinger werden. Das ist schon krass, wie weit die gehen. Muss ich sagen. Zu teuer steht da. Was heißt denn hier zu teuer? Ich habe bloß noch ein Kabel. Okay, vielleicht doch nochmal schnell noch ein paar Kabel machen. Weil ja bloß ein Kabel da stand gerade. Ich mache davon noch. Da habe ich noch ein paar. Ein paar Kabel noch. Das soll das aber nicht mehr zu teuer sein. Okay, jetzt steht zumindest nicht zu teuer da. Keine Ahnung. Eigentlich hatte ich ja noch alles. Man guckt euch das an. Hier, das ist zu lang. Draht ist zu lang. So, aber bis hierhin wird es locker funktionieren. Hab ich nicht aufgepasst. Das aktualisiert, glaube ich, auch ein bisschen zu spät. Ah, hier geht's. Machen wir hier. Und von hier dann direkt noch weiter. Das sollte dann auch bis hinter reichen. So, weil wir ja hier irgendwo noch die Schmelze hinmachen wollen, bauen wir einfach das hier mal so hin. Und da dran, dann hier die Schmelze noch rein. So. Jetzt haben die trotzdem alle noch keinen Strom, weil die sind jetzt zwar schon verbunden, aber die Generatoren laufen noch nicht. Aber es sieht schon mal nice aus hier mit den ganzen Kabeln. Es wird schon interessant werden. Noch ein paar Blätter aufsammeln. Ich weiß gar nicht, wenn ich zu viel ernte, ob danach nichts mehr nachwächst. Ob das so in dem Spiel so implementiert ist, dass man was ringsherum haben muss, damit das nachwächst. So, jetzt schmeiße ich hier mal ganz kurz noch ein paar Blätter wieder rein. Nüsse schmeiße ich mal rein. Den Rest behalte ich. Und dann machen wir... Was soll ich machen? Den Strom. Biomasse können wir jetzt schon herstellen. Geil. Biomasse können wir schon herstellen. Dann machen wir jetzt natürlich... Na gut, ich habe nicht mehr... Ich habe keinen Platz mehr. Moment. So, machen wir mal Biomasse aus Holz. Das geht am besten, weil man da am meisten rausholen kann. Man sieht schon so viel, dass ich gerade kein nicht mehr tragen kann. Also wenn wir ganz kurz das hier so machen, habe ich wieder was frei. Ja, wieder voll. Okay, das wird auf jeden Fall witzig. Schmeißen wir mal ein bisschen was rein. Beton schmeiße ich auch mal rein. So. Machen wir noch ein bisschen Biomasse. Also aus Holz kriegt man am meisten raus. Biomasse, Blätter. Da braucht man 10 Stück. Wir haben 1000. Das ist auch schon geil. Bekommt man aber immer nur 6 raus. Ne? Beim Holz kommt um einiges mehr raus. Also Holz zu sammeln wäre schon besser. So, Bäume umholzen à la Minecraft dagegen kloppen. Das geht leider nicht. Gibt es später aber auch ein bisschen was dafür. Auf jeden Fall haben wir jetzt ein bisschen Biomasse. Das ist schon mal geil. Aber Biomasse habe ich jetzt nicht weggelegt. Doch, hier habe ich einmal Biomasse weggelegt. So, dann gehen wir mal in die Generatoren und schmeißen wir hier mal Biomasse rein. So, dann sind die auch direkt an. Hier sieht man auch die Auslastung. Das ist das Mögliche und das ist das, was wir verbrauchen momentan. So, dann sieht man jetzt hier, sollte an sein, da leuchtet es grün. Und dann wird hier fleißig gebohrt mit 120 pro Minute. So, das kommt dann hier normalerweise raus, wenn man Fließbänder hätte. Hier genau das gleiche. Und beim Kupfer könnt ihr euch vorstellen, da das ebenfalls das gleiche. So, da haben wir das jetzt schon mal wenigstens vervollständigt. Und dann lasst uns mal Schmelzen basteln. Ich frage mich bei einer Schmelze... Oh, ich kann es direkt bauen. Also das ist hier eine Schmelze. Man sieht... ich muss mal gucken, weil wenn ich das so reinmache... Ist halt nicht mehr so viel Platz, aber ich könnte ja... Hier ist ja noch genug Platz, dann kann ich doch so hier machen, oder? Machen wir hier einfach ein Kabel rein.
hier das gleiche, nur... Was muss ja nicht alles symmetrisch sein. So, was schafft so eine Schmelze? So, wenn ich jetzt sage, du machst jetzt Eisenbarren. 30 pro Minute. Ach du Scheibe. Ach du. Oh, oh, oh. Ach du Heilige. 120 kommen hier raus. Der kann nur 30 verarbeiten. Also brauche ich 4 Schmelzen, um 1 zu... Lol. Um allein 1 zu verarbeiten, brauche ich eigentlich 4 Schmelzen. Soll ich gleich so big anfangen? Ich weiß es nicht. So viel kriege ich doch gar nicht hin, oder? Fein, 4 Stück für einen? Das Geile beim Abreißen ist, man bekommt eigentlich das wieder, was man auch ausgegeben hat. 5, 8. Eigentlich. Ich weiß nicht mehr, ob das immer noch so ist. Ja, 5, 8. Ah, warte mal. Warte, Moment, Moment, Moment. Ich muss dazu noch sagen, wir können ja die Bänder noch nicht splitten oder sowas. Das heißt, wir können sowieso jetzt noch nicht großartig... Wo mache ich das denn dann hin? Ich glaube, ich muss diese ganzen Minen dann nochmal drehen oder so, dass man das doch woanders macht. Dass man hier drüben 4 Schmelzen macht und dann auf der anderen Seite da vielleicht auch nochmal 4 Schmelzen. Wir haben ja eigentlich genug Platz. Ja, machen wir das erstmal so. Wir können die Schmelzen ja eigentlich schon bauen, weil die sind ja echt günstig, das muss man ja sagen. Günstig sind sie ja. So, dann kommt das Ganze von da drüben raus, wird dann gesplittet und dann machen wir hier 4 Stück nebeneinander hin. So, man kann das eigentlich auch einrasten lassen, genau. Obwohl das jetzt nicht so aussieht, dass die direkt nebeneinander stehen, aber okay. Oh. Ah, shit, jetzt haben wir da hier natürlich... Ja, dann sieht das wieder blöd aus, aber naja. So. Aber die Fließbänder sollten ja eigentlich noch lang kommen. So, wir können aber eh nur eine anschließen. Und das machen wir, indem wir hier dann das Förderband machen. Aber erstmal reißen wir die Mine ab. Okay. Und bauen die nochmal neu. Das ist das Geile an dem Spiel. Das finde ich ganz gut, dass man wirklich mal wieder alles abreißen kann. Ja gut, bei Factorio ist es auch nicht anders. Zu teuer. Hä? Moment. Oh. Oh, weil ich voll bin. Ja, die Biomasse zum Beispiel wollte ich eigentlich in die Kiste wieder dann tun, wenn ich fertig bin. So. Ich dachte schon. So. Ich dachte schon. Dann können wir das einfach hier hinten rausfahren lassen, das Ganze. So, dann machen wir, schließen wir direkt an. Hier habe ich noch ein bisschen Förderband. Ah, noch Eisenplatten benötigt. Okay, Förderband habe ich jetzt natürlich noch nicht daran gedacht, dass ich da jetzt was brauche. Ab und zu bekomme ich schon FPS-Einbrüche. Ist interessant. Nicht schön, aber interessant. So, habe ich noch... Ich habe noch ein paar Eisenstangen. Weil ich weiß jetzt nicht, ob ich noch Eisenstangen oder sowas brauche. Vielleicht sollte ich eine Schmelze erstmal anschließen und dann wenigstens mein eigenes Zeug, was ich noch habe. Ich habe ja hier... noch Eisenerz leider noch einstecken. Ich habe, glaube ich, auch Kupfererz noch mal gehabt. Wo ist denn das Kupfererz? Eisenerz? Eisen? Das ist Kupfer. Dass man dann vielleicht eine Schmelze dafür mal dann verwendet. So, aber erstmal Fließband. Das steckt man ja nicht so dran. Und dann zieht man das einfach. Ist das nicht geil? Und ja, hier kommt, wie gesagt, dann später noch ein Teil auch rein. Aber jetzt erstmal machen wir es so. Geil, oder? Der hat jetzt natürlich keinen Strom, dementsprechend alles chillig. So, du machst Eisenbarren. Dann schmeiße ich hier einfach mal das Eisen rein. Und dann mache ich den erstmal zu meinen persönlichen. So, dann gucken wir mal. Wir brauchen hier nochmal einen Verteiler. Was brauche ich? Beton fehlt. Ah, die habe ich weggetan. Das bisschen Beton, was ich noch hatte, habe ich weggetan. So, die Minen und so weiter sollten jetzt auch voll sein. Also quasi nicht mehr arbeiten im Moment. Nee. So, jetzt würde ich nämlich gerne hier nochmal eine Verbindung machen. Aber der reicht ja dann nicht mal. Der kann ja bloß 3 dran. Das ist krass. Also mit den Dingern hier ist das echt krass. Da kann ich jetzt nur 3 anstecken an den Ding. Also dementsprechend müsste ich jetzt noch eins hier hinballern. Jetzt habe ich kein Kabel mehr. Ernsthaft?
Verdammt. Also im Moment brauche ich ja bloß die plus zwei. Kostet alles Kabel. Okay. Muss ich noch ein paar Kabel machen. Aber das ist auf jeden Fall eine interessante Mechanik, finde ich. Dass man da wirklich drauf achten muss. Wie man jetzt die am besten diese Säulen dahin klatscht. Und man kommt aus einer krassen Entfernung auch schon daran. Geil, wie sie dann hochfahren. Und so, der dürfte jetzt schon loslegen. Der macht jetzt wenigstens diese Eisendinger, die ich jetzt noch einstecken habe, per Hand. Die kann ich mir dann hier so rausholen. Und der soll dann das machen, was dann dort ist. Dafür würde ich dann vielleicht hier nochmal einen hinstellen. Zu teuer. Ach, normale Kabel brauche ich jetzt noch. Puh, ich weiß nicht, warum meine FPS die ganze Zeit ein bisschen einbrechen. Das ist ein bisschen schade. Ich hoffe, das stört in der Aufnahme nicht so sehr. Und ich hoffe, es stottert auch nicht. Das wäre nämlich, also wenn jetzt der Tonspur asynchron wird, nicht so schön. So, jetzt aber. Hier nochmal eins rein. Dann killen wir die Verbindung da oben nochmal. Dann da dran. Da dran. Da dran. Und ja, hier kann man später noch die anderen dran machen. Momentan laufen ja eh nur die zwei. So, der sollte jetzt seine ersten Dinger gleich ausspucken. Schauen wir uns mal drauf hier. Und da kommt auch das erste. 120 kommt jetzt auf das Band. Aber eigentlich sollten gar keine 120 auf das Band draufpassen. Zumindest in der Beta haben die immer nur 60 geschafft. Und das sieht man hier auch. Ja, man sieht, diese langsamen Bänder schaffen nur 60 pro Minute. Dementsprechend sind die viel zu schnell. Das ist krass, oder? Das ist eigentlich viel zu schnell dafür. So, und der braucht jetzt ja. Der ist noch nicht eingestellt. So, der braucht jetzt 30. Okay, also aus der Maschine kommt bloß die Hälfte raus. Und die Maschine kann von dieser Hälfte nur die Hälfte verarbeiten. Und anschließend kann man das ja theoretisch hier lagern oder direkt weiterverarbeiten. Na, da müssen wir mal gucken, dass wir in Zukunft vielleicht ja bessere Fließbänder oder sowas kriegen dann auch. Aber wir kommen jetzt hier schon mal ganz leicht an. Ganz leicht an Eisen ran. Das ist schon mal ein geiler Fortschritt. So, hier kann man auch weiter noch Eisenerz reinschmeißen. So. Auf jeden Fall sollen die Schmelzen nachher für den hier sein. Und da drüben brauchen wir auch nochmal Schmelzen. Bauen können wir sie, die vier Stück. Wie gesagt, wir bauen die, also hier, ja, wir hätten auch Platz, die hier hinzupappen. Für den einen. Aber haben wir vielleicht keinen anderen Platz mehr, also. Hier ist alles mit zu schräg. Ja, ich glaube, die, wir können auch die hier hinbauen. Da müssen wir dann halt ein bisschen laufen. Um die Fließbänder herumlaufen nachher. Ach, jetzt geht's wieder die Schräge hoch. Habe ich doch wieder nicht aufgepasst. Jetzt haben wir halt die Schrägen hier überall. Ist auch nicht so schön. Das ist natürlich doof, wenn man das schön bauen will. Und das dann auf einmal immer höher geht, ein Hügel rauf. Naja, müssen wir es halt ein bisschen versetzen. Geht nicht anders. Das sieht jetzt auch nicht so blöd aus, weil das Spiel intelligent genug ist und dann solche Pfeiler mit hinmacht. Ja, dann sind die halt dort. Das passt schon. So, der Ausgang von dem ist jetzt natürlich auch wieder kacke. Also müssen wir den auch nochmal abreißen. Habe ich hier genug Platz? Theoretisch schon. Okay, ist nichts übrig geblieben. Das ist schon mal gut. So, dann erstmal da rein. Strom. Moment. Strom. So, jetzt ist die Frage. Okay, Material habe ich. Ja, dann bauen wir hier das gleiche, dass wir erstmal nur zwei anschließen. Eigentlich hätte einer auch gereicht, wobei dann kann ich den ja wenigstens
verwenden, um mein Zeug herzustellen. So, und dann geht das hier genauso los wie drüben auch. Und dann bekommen wir jetzt wenigstens schon mal einen Haufen Eisen. So, wie sieht jetzt unser Stromverbrauch aus? Okay, das hier ist noch lange nicht erreicht. Das ist schon mal gut. So, 184 von 200 sind noch drin. Muss man sich auf jeden Fall da mal anschauen. So, das gleiche müssten wir, also zumindest noch eine Schmelze wäre ganz gut. Für das Kupfer. Dass wir da mal eine Schmelze bauen. Schmelzen, eigentlich brauche ich auch wieder 4. Also bauen wir mal noch ein paar Kupferlinge. Rohre meine ich, Eisenstangen. Dann kann ich auch 4 Stück davon bauen. Bevor ich losrenne, hier noch Kabel, ist alles noch da, sehr gut. Das schmeißen wir da rein. Okay, dann machen wir da auch noch eine Schmelze hin. Und ja, bei den Steinen, da brauche ich im Prinzip keine Schmelze. Da könnte man direkt den Constructor bauen, dass wir da Beton herstellen können. Kann ich dann auch gleich machen. So, da haben wir ja in der Folge recht viel erreicht, nachdem wir jetzt hier die Schmelzen gleich noch gemacht haben. Aber hier sind natürlich die ganzen Bäume im Weg. Ah, die kriege ich jetzt erstmal noch nicht weg. Da kann ich die irgendwie abhacken? Nee. Ha. Na gut, trotzdem ist ja genug Platz. Die, wie gesagt, die Mine können wir da einfach noch mal ein bisschen drehen gleich. Und dann können wir hier einfach... Ja gut, wir können von hinten rein. Das geht ja trotzdem. Ein bisschen Platz lassen. Kurz schauen. Ja doch, diesmal passt es hoffentlich auch nebeneinander. Mehr oder weniger. So, es gibt halt immer so einen Snapping-Punkt. Boah, hier wird's eng. Mit dem Baum. Okay, jetzt... Oh, ja. Hm. Na gut, hier passen jetzt noch... Ja, 3 Maschinen dran. Ist auch zu wenig. Aber das Gute ist natürlich, ich kann jetzt hier so machen. Dann kann ich da theoretisch schon mal... 3 Maschinen dran machen. Dann ist das Ding nämlich voll. Ah, und die letzte kann ich hier dran machen. Tada! So, die Maschine muss ich jetzt noch nicht umdrehen. Ich bleib das mal so, das passt schon. So, machen wir Kupferbarren rein. Hier hätte ich jetzt... Ah, hier kann ich auch nochmal Kupfer machen. Dann kann ich hier nochmal meine letzten Kupfermist loswerden. So. Ja, und dann wird das jetzt schon mal produziert. Dann bis 100. Ja, dann haben wir dann hier 100 Kupferbarren... Und können das quasi hierher kommen und uns das dann abholen. Noch habe ich hier keine Speicherung reingemacht. Also man kann jetzt hier noch Kisten machen, wo das Ganze gespeichert wird. Oder man verarbeitet das. Theoretisch könnte man jetzt sagen, okay, aus der Schmelze, alles was da rauskommt, wird direkt in, ja, hier in Kupferkabel umgewandelt. Hier in die Dinger. So. Und das, was aus den Kupferkabeln dann rauskommt... Das wandeln wir dann direkt in Kabel um. Wobei man sagen muss, wir brauchen Kupferkabel und Kabel als Rohmaterial. Also könnte man sagen, okay, ein Teil wird zu Kabeln und ein Teil wird... Also erstmal alles wird zu Draht und ein Teil von dem Draht wird dann zu Kabel. So, dann hätten wir eigentlich das Kupfer komplett abgedeckt. Zumindest soweit ich das aus der Beta weiß. Ja. Eigentlich könnte man jetzt... hier schon mal reingehen und uns die ersten Kupferdinger holen. Geil. So, ich glaube, das mache ich jetzt in der Folge noch rein. Und zwar ein Constructor. Da brauche ich jetzt, okay, da brauche ich jetzt 3 von den verstärkten Eisenplatten. Und dann können wir nämlich unsere Betonmine auch noch anschließen und dann haben wir quasi alle 3 Rohstoffe, wird dann schon mal so weit verarbeitet, damit wir nicht mehr per Hand das machen müssen. So. Ja, jetzt so, ja, verstärkte Eisenplatten, die brauchten ja diese Schrauben. Na, 2 kann ich machen. Jetzt fehlen noch ein paar Schrauben, also noch davon ein bisschen was. Was fehlt denn noch? Ja, eigentlich nur die Schrauben. Perfekt. So, und dann 4 Kabel, also 2 Kabel eigentlich habe ich also. Dann habe ich alles für meinen Constructor.
Ah, jetzt weiß ich wieder nicht. Was kann so ein Konstruktor? Ich baue den mal kurz hin und kann ja gleich wieder abbauen. So, der kann ja bauen. Ich kann jetzt zum Beispiel bei dem jetzt sagen, okay, mache uns Beton. Nur wie viel braucht der? Er braucht 45 pro Minute. Da kommen aber 120 raus. 100 fucking 20, Alter. Das ist total übertrieben, aber Beton braucht man schon irgendwie, aber im Moment belasse ich es einfach mal mit einem Konstruktor. Ich könnte jetzt da mal 45, 45, da sind wir bei 90. Ja, sagen wir so drei anschließen. Ja, aber es lohnt sich einfach nicht. Abgesehen davon, ich muss ja noch eine Mine da jetzt anschließen. Shit. Kann ich mir das leisten? Ich glaube, die Kupferdinger habe ich nicht. Die Rohre, oder? Ne, die Rohre habe ich nicht. Okay, weil die Mine brauche ich auch noch. Und Strom. Ja, Strom wird wahrscheinlich mega schnell weggehen hier. Na gut, die Dinger arbeiten ja gerade nicht mehr. Die sind ja jetzt gerade auf Stillstand. Ein paar Eisenstangen muss ich noch mitnehmen. Für den Strom brauchte man ein paar mehr Plattenklauen. Ne, Eisenplatten eigentlich nicht, eher so Draht. Und Kabel. Kabel habe ich noch 4 Stück. Die sollten eigentlich, denke ich mal, reichen. Kann ich ja direkt mal mitnehmen, den Strom. Oder ich nehme das hier. Oh, Nüsse. Nüsse nehme ich immer gern mit. Eigentlich, um meine HP aufzufüllen. Die, ja. Zu lang. Verdammt. Dann setzen wir es hier so ins Wasser. Das sieht so schön aus am Wasser. So, und der... ach, da vorne ist der Steinbruch, ne? Ich dachte, der war hier irgendwo. Ne, das ist da vorne erst. Okay. Das ist echt ein weiter Weg, verdammt. Ich sag die ganze Zeit schon zu lang. Zu teuer? Was? Ah, okay, der zeigt mir die Kabel nicht richtig an. Na gut, bevor ich jetzt nochmal zurückrenne, der zeigt mir scheinbar die Kabel nicht richtig an. Da steht immer 1, aber er will scheinbar ja mehr haben. Na gut. Hauptsache, wir kriegen den Miner schon mal hin. Der kommt von mir aus. Ja, so gedreht werden, das sieht wenigstens nicht ganz so schlimm aus. So. Und dann bauen wir jetzt erstmal nur einen Konstruktor hin. Da haben wir ja eigentlich ein bisschen Platz. Vielleicht bei dem blöden... und den kann ich mir nicht leisten, weil die Kabel auch weg sind. Oh. Das ist so traurig, Leute. Das ist so traurig. Blöden Kabel. Brauche ich noch irgendwas? Dann zeige ich mir immer nur ein Kabel an. Ja. Noch Kabel 1 benötigt. Hm. Ach, guck mal, wie viel wir schon gebaut haben hier. Ein Haufen. Übelst krasses Stromnetz ist hier schon. Das ist schon krass. So. Also. Give me Kabel jetzt. Kabel scheint eine sehr wertvolle Ressource zu sein. Aber nebenbei machen wir noch ein bisschen Draht. So, jetzt kann ich nichts mehr meckern, ey. Dann kann ich jetzt auch hier meine Stromleitung legen. Juhu. Ja, da hoch könnte man theoretisch auch bauen. Man muss nur hochkommen. So. Ja, direkt dahinter wird zu lang sein. Wobei ich natürlich trotzdem von hier aus Kabel ja darüber legen könnte. Theoretisch sollte das sogar funktionieren. Ja. So, dann jetzt der Konstrukteur. Dann möchte ich ein bisschen abseits vom Baum. Weil ich würde dann vielleicht noch irgendwann mal einen zweiten machen. Jetzt stört natürlich der Baum da tierisch. Ne, es ist zu teuer. Unglaublich! Oh nein, jetzt fehlen mir Eisenplatten. Ich glaub's ja nicht. Kann ich wieder den ganzen Weg zurückrennen, nur weil mir eine Eisenplatte fehlt. Oh, es ist so traurig. So, du machst Beton. Ja, beim nächsten Mal werden wir da gerade bei dem Beton auch noch eine Kiste hinstellen.
Damit dann dort das ganze Beton einfach voll. Und wenn die Kiste voll ist, ist das voll. Und ab und zu holt man sich dann einfach Beton raus. Beton braucht man nicht so oft, wenn man so spielt, wie ich mal gemacht habe am Wochenende. Da habe ich immer Plattformen gebaut. Ich wollte so Fabrikhallen bauen. Aber das sieht in dem Spiel einfach noch nicht so schön aus. Ich weiß nicht, ob es jetzt vielleicht mittlerweile dann bessere Dinger später gibt, die dann schöner aussehen. Aber es sah echt nicht schön aus. Deswegen lasse ich das hier diesmal. So, was hat gefehlt? Eisenplatten. Kann man halt nicht on the fly basteln. So, oder wir gucken gleich mal nach einer Kiste. Da haben wir das nämlich dann auch gleich hinter uns. Eisenplatten und Rohre. Weil ich jetzt gerade nicht weiß, ob wir noch irgendwelche Rohre brauchen, nehme ich einfach noch welche mit. Kosten wieder Eisenplatten oder was? Nee. Okay, so, jetzt geht's los. Ja, und dann haben wir da schon mal unsere Betonfabrik da hinten stehen. Klein, aber fein. Und Beton braucht man ja schon ab und zu mal. Aber wie schön das ist. Vor allem von den Farben und so. Ist schon schnieke. Sieht echt gut aus. Wer weiß, wie das in 4K aussieht. Oder VR wäre krass. Wer weiß, wie das in VR aussieht. So, solange wir keinen Teiler und sowas haben, kann ich das einfach direkt so anschließen. Dann nimmt man einfach hier das Fließband. Klatscht das rein. Da das Fließband. Klatscht das hier rein. So, hier kommt Beton, habe ich schon eingemacht. So, dann kommt jetzt hier unser Dreck raus. Unser Kalkstein-Dreck. So, was ich ein bisschen schade finde, ist, die Maschinen zeigen das nicht richtig. Hier. Also, das kommt jetzt hier rein. Braucht ein bisschen. So. Der ist noch gar nicht angeschlossen. Der ist noch gar nicht angeschlossen. So. So, hier, das meine ich. Also, aus irgendeinem Grund kommt da immer Schrauben raus. Hier. Da kommen immer irgendwie Schrauben rein. Das finde ich ein bisschen schade, dass das da jetzt nicht ins Detail gegangen wird. Aber vielleicht kommt das ja noch. Ist ja immer noch Early Access. Sieht man oben links. Kann ja sein, dass sie es vielleicht auch irgendwie visualisieren später noch. Würde mir sehr gut gefallen. Weil Schrauben ist merkwürdig. So, und hier passen jetzt halt sehr viel Beton rein. Und dann kommt man hierher und holt sich dann einfach ein bisschen was. Und wenn das Ding voll ist, ich habe das Gefühl, die Kiste, nee, die war noch nicht größer. Die waren damals, vor ein paar Tagen, war die jetzt nicht größer, die war schon so groß. Ja, und das ist quasi unsere erste vollständige Produktionsline. Wir minern das ab, automatisch, wird umgewandelt in Beton und dann wird das einfach gespeichert. Und für was anderes braucht man Stein im Moment noch nicht. So, und dann kann das auch so stehen bleiben. Man kann das halt, wie gesagt, dann das Förderband ein bisschen splitten. Oder schafft der 120 überhaupt? Oder ist das bei der, weil hier stagniert nichts? Mal kurz gucken. Oder ist das bei dem vielleicht doch sogar anders? Ach, der schafft nur 60 pro. Oh, okay. Der braucht Pump, der braucht 45. Also, ja, dann passt das schon so. Könnte man theoretisch zwei anschließen, aber so passt das soweit. Aber es stottert hier echt schon ein bisschen. Also, schon krass. FPS-Einbrüche ist real. So, aber sieht schon schnieke aus. Ja, und damit habe ich wieder eine mega überzogen lange Folge gemacht. Aber ich wollte halt einfach jetzt, dass wir das mal automatisiert haben, dass wir das Thema quasi soweit abgeschlossen haben. Aber wir müssen natürlich trotzdem weitermachen. Ja, zum Beispiel könnten wir mal uns überlegen, dass wir jetzt beim nächsten Mal die Forschung weiter vorantreiben. Und quasi die nächsten Tech abmachen. Na gut, dann würde ich erstmal sagen, ich war der Tenchi hier von Snoops Kanal und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Also bis dahin, tschüssi.